Herzlich willkommen, ich bin der Sparplaner und in dem Video diese Woche geht es nochmal um einen Energieerzeuger. Auch dieser stammt aus Kanada und zahlt eine monatliche Dividende und zwar geht es um Northland Power. Ja, Northland Power ist dabei in einem wachsenden Markt tätig und zwar in dem Bereich der erneuerbaren Energien, aber auch noch im Gasgeschäft tätig. Und ansonsten erstmal ein paar wichtige Zahlen zum Unternehmen an sich. Die Aktie steht derzeit bei 30 Euro. Und die Marktkapitalisierung beträgt 6,36 Milliarden Euro. Der Umsatz 2019 belief sich auf 1,1 Milliarden und der Gewinn je Aktie lag bei 1,11 Euro. Die Dividende betrug 0,78 Cent und wird dabei monatlich ausgezahlt, was dann 0,065 Cent sind. Und daraus ergibt sich dann eine Dividendenrendite von 2,6%. Northland Power ist dabei hauptsächlich im Bereich der großen Seen in Kanada tätig. Das sieht man hier anhand der Punkte, die sich dort in diesem Bereich besonders ballen. Die gelben Punkte sind dabei Solaranlagen, grün ist Onshore-Wind, blau ist Offshore-Wind und orange sind dann Anlagen, die mit Gas arbeiten. Und mehr und mehr versucht Northland Power jetzt das Ganze weltweit zu machen. In Europa sind schon einige Offshore-Windanlagen ans Netz gegangen und in Mexiko ist derzeit eine Solaranlage im Bau, die ungefähr 130 Megawatt umfasst. Und dann gibt es noch eine sehr große Offshore-Windanlage, die in Taiwan geplant ist, die mit knapp 1044 Megawatt ans Netz gehen soll. Davon gehören allerdings nur 60% Northland Power, was aber nichtsdestotrotz schon eine sehr große Summe ist. Ansonsten besitzt oder gehört zu Northland noch die EBSA in Südamerika. Das ist quasi eine Einrichtung, eine Organisation, eine Firma, die am Netzausbau beteiligt ist und direkt Stromkunden hat. Derzeit sind 480.000 Kunden angeschlossen an das Unternehmen, die mit Strom quasi beliefert werden. Der Vorteil ist aber, dass diese Unternehmen oder das Unternehmen auch die Möglichkeit hat, tatsächlich Stromanlagen zu bauen, die dann auch produzieren. Es wurde hier also in Südamerika eine Grundlage geschaffen für einen späteren weiteren Ausbau. Aber nicht nur die zukünftigen Projekte machen viel Hoffnung für das Unternehmen. Auch in der jüngeren Vergangenheit war die Entwicklung des Free Cashflows zum Beispiel sehr positiv. So konnte dieser in den Jahren von 2015 bis 2019 um ganze 75% gesteigert werden. Und im Jahr 2020 bis einschließlich November konnte der Free Cashflow um weitere 5% gesteigert werden, sodass das Unternehmen immer mehr Kapital auch zur Verfügung hat. Und auch die übrigen Zahlen machen Spaß, wenn man sich die anguckt. Also in den letzten Jahren von 2014 bis 2020 ging es hier ordentlich nach oben, überall zweistellige Prozentzahlen, was das jährliche Wachstum angeht. Der Assetwert von 5 Milliarden auf knapp 11,6 Milliarden gestiegen, wobei diese Angaben hier in kanadischen Dollar sind. Ganz wichtig, dass der Wechselkurs momentan, dass ein kanadischer Dollar 65 Cent im Euro sind. Und auch die übrigen Werte sind halt gestiegen. Interessant, die Operating Capacity Net ist das Interessantere, weil das tatsächlich den Wert widerspiegelt, was auch dann an Energie durch Northland Power gewonnen wird. Der Grosswert gibt dann an, falls Partner zum Beispiel vorhanden sind, die sich eine Anlage mit Northland Power teilen. Das gibt es zum Teil halt auch. Das macht dann halt an dieser Stelle die Differenz aus. Ja, ansonsten haben sie noch weitere Offices aufgemacht, was jetzt nicht so super interessant ist. Ansonsten ist der Marktwert des Unternehmens gestiegen und damit auch der Aktienkurs ziemlich gut gestiegen und knapp 24% aufs Jahr gesehen. Und das ist schon eine ordentliche Leistung. Es ist natürlich ein kapitalintensives Geschäft, was Northland Power hier verfolgt. Aber die Kennzahlen, die es hier wieder gibt, die sind schon sehr gut. Dann natürlich noch interessant, wie lange grundsätzlich die Verträge laufen, die Northland Power abgeschlossen hat, um den Strom dann auch zu verkaufen. Und in der Regel liegt die Dauer derzeit bei knapp 10 Jahren. Und wenn die neuen Projekte fertiggestellt sind, besonders Hai Long, dann bei knapp 13 Jahren. Das ist natürlich eine relativ lange Zeit, ist aber in diesem Sektor nicht ungewöhnlich, da der Kapitalaufwand, um solche Anlagen zu bauen, auch relativ hoch ist.
und man dafür dann eine entsprechende Sicherheit benötigt, dass man den Strom auch zu gewissen Kosten absetzen kann. Und deswegen sind diese Laufzeiten hier relativ lang, was natürlich auch eine gute Sache für das Unternehmen dann ist. Ja, und dann zum Abschluss nochmal einen Blick auf die Dividende. Und hier sieht man schon, da tut sich relativ wenig, besonders in den letzten Jahren ist es doch ziemlich gleichbleibend. Auch hier die Angaben wieder in kanadischen Dollar. Im Jahr 2020 ist nur bis November das Ganze berücksichtigt. Also hier fehlt noch der Dezember, da gab es keine Kürzung. Der Dezember fehlt einfach noch in diesen Zahlen. Und umgerechnet ergibt sich da eine Dividende von 78 Cent nach dem Euro. Und ja, diese geringe Steigerung liegt natürlich daran zum einen, dass das Unternehmen enormes Wachstum an den Tag legt und hier viel investiert und deswegen für die Dividende dann nicht ganz so viel Geld übrig bleibt. Nichtsdestotrotz liegt die Auszahlung, die hier geleistet wird, schon bei 66% zum Free Cashflow. Also ist auch nicht wirklich gering und kann auch nicht wirklich sehr stark erhöht werden, wenn man denn überhaupt weitere Anlagen bauen will und investieren will. Und das ist ganz klar das vorgegebene Ziel von Northland Power, dass sie weitere Anlagen bauen möchten, weltweit tätig werden wollen und überall Anlagen betreiben wollen. Von daher gehe ich erstmal davon aus, dass die Dividende auch weiter in diesem Bereich bleiben wird und wenn dann weitere Anlagen ans Netz gehen, dass sie dann vielleicht leicht angehoben wird, aber momentan der Schwerpunkt des Unternehmens klar auf Wachstum gerichtet. Von daher denke ich, kann man hier nicht die Riesensprünge bei der Dividende erwarten, kleine, aber halt nicht groß. Ja, und bevor es jetzt gleich nochmal den Disclaimer gibt, wie üblich, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Abo für den Kanal da lasst oder ein Like fürs Video und wir uns sonst nächste Woche wiedersehen. Zum Abschluss einmal der Hinweis, meine Videos stellen keine Kaufempfehlungen dar und sind auch keine Anlageberatung und natürlich können meine Videos auch Fehler enthalten. Macht euch daher unbedingt weiter selber schlau, ihr seid für eure Entscheidungen selber verantwortlich.